Seit Tagen sorgt der Vorstoß von Verteidigungsministerin Kram-Karrenbauer zu einer Sicherheitszone in Nordsyrien für Verstimmung in der Großen Koalition. Jetzt hat Außenminister Maas das Thema mit wenigen Sätzen auf einer Pressekonferenz in Ankara vom Tisch geräumt. Zeitgleich schafft die türkische Regierung gemeinsam mit Moskau Fakten. Russland fährt auf. Moskau hat 300 zusätzliche russische Militärpolizisten und Dutzende gepanzerte Fahrzeuge nach Nordsyrien geschickt. Sie sollen dafür sorgen, dass sich die kurdischen Milizen wie vereinbart aus dem 30 Kilometer breiten Streifen an der Grenze zur Türkei zurückziehen. So war es in dem Abkommen über die Feuerpause zwischen der Türkei, Russland und den USA vereinbart worden. Moskau als Schutzmacht gibt hier den Ton an. Bundesaußenminister Heiko Maas ist dementsprechend mit wenig in der Hand nach Ankara gereist. Er fordert eine dauerhafte Waffenruhe. Doch sein türkischer Amtskollege stellt eigene Forderungen auf im Kampf gegen die kurdischen Milizen. Deutschland sagt, dass es die Sicherheitsbedenken der Türkei verstehe, stellt sich aber auf die Seite der Terroristen. Die Türkei erwartet, dass Berlin im Geiste der Allianz mit der Türkei handelt. Unterstützung wünscht Ankara, aber nicht durch eine eigene Sicherheitszone, wie sie Bundesverteidigungsministerin Kram-Karrenbauer im Kopf hatte. Sie war mit dem Vorschlag vorgeprescht, ohne ihn intern im Kabinett abgestimmt zu haben. Die Sicherheitszone ist laut Maas vom Tisch. Die Diskussion über die Sicherheitszone für Nordostsyrien hat in unserem Gespräch weniger Zeit in Anspruch genommen, als das jetzt hier auf der Pressekonferenz der Fall ist. Das sagt eigentlich alles. Eine deutliche Abfuhr an die CDU-Ministerkollegin in Deutschland. In Ostsyrien bahnt sich derweil der nächste Krach an. Russland wirft den USA massiven Ölklau vor. Diese Satellitenbilder würden beweisen, dass amerikanische Truppen Öl abfüllten und außer Landes brächten. Das Weiße Haus behauptet hingegen, die Soldaten würden die Ölfelder nur vor der IS-Terrormiliz schützen.